Hallo und herzlich willkommen zurück zu Closer the Distance. Ja, in der letzten Folge haben wir ja hier erstmal vorsorgehalber aufgehört, weil ja, ich das ein bisschen phasenweise natürlich aufnehmen wollte. Zack hat die Nachricht nicht so gut aufgenommen. Wir sollten mal nach ihm sehen, angeklickt. Und ja, ich würde sagen, da gehen wir dann auch direkt mal hin. Unterstützung anbieten. Lass ich das mal weiterlaufen. Kann ich das hier? So, ich weiß nicht warum, aber irgendwas ist jetzt im Hintergrund gerade aufgegangen. Aber ich konnte es beenden. Oh, die kenne ich doch. Okay, schauen wir mal, wo sie jetzt genau hingeht. Ich würde sagen, wir beschleunigen das Ganze mal ein bisschen. Was nicht mehr geht. Ach so, weil jetzt hier was anderes ist. Moment. Ihr blaues Kleid, ich muss es hier bringen. Ja, dann soll sie das doch machen. Es gibt so viel, um das ich mich kümmern muss. Ach ja. Ich würde aber schon gerne jetzt mit ihr hier weitermachen. Fortfahren? Geht nicht. Weiterlaufen lassen? Geht nicht. Ich habe das Spiel kaputt gemacht. Ja, auf ein neues. Ich hoffe, dass es diesmal funktioniert. Also ich habe das Spiel nochmal geschlossen. Und sobald ich jetzt auf ihn klicke, tut sich jetzt wieder nichts mehr. Es wird die Pause reingemacht, die ich aber nicht rausmachen kann. Sie kann ich anklicken, das ist ja okay, aber bringt mir alles nichts, weil ich bei ihr nichts anklicken kann. Bist du bereit? Ah. Oh, komm her. Sie wird ihr blaues Kleid tragen. Das mochte sie immer besonders gern, nicht wahr? Das tat sie. Wir sollten nicht trödeln. Ja, gehen wir. Kann ich jetzt wieder wechseln? Das mit dem blauen Kleid ist ja quasi erledigt, ne? Nein, ich darf natürlich nicht wechseln. Okay. Doppelklick. Conny. Ah. Ich wünschte, ich würde jetzt die richtigen Worte finden, aber ich bin gerade irgendwie aufgelöst. Weißt du, wie alle einfach nur so dastanden, als Galia es ihnen erzählte. Sie haben nicht mal gefragt, ob es wirklich Angie war, die man gefunden hatte. Ernsthaft, was, wenn das alles nur ein wirklich kranker Witz ist? Wer weiß, vielleicht steht sie jetzt gerade in diesem Moment hinter der nächsten Ecke und biegt sich vor Lachen. So ein Witz würde sie niemals machen. Aber abgesehen davon hast du recht. Sie ist immer noch da. Was? Was meinst du? Wo ist sie? Ich kann ihre Stimme hören, wenn ich aufmerksam hinhöre. Kannst du sie nicht hören? Was? Nein, nein, ich kann sie nicht hören. Wieso sagst du so etwas? Im Ernst, was stimmt eigentlich nicht mit dir? Verdammt! Nimm ihm das nicht übel, Schwesterherz. Es ist ziemlich viel für ihn. Ja, nicht nur für ihn, ne? Zack braucht Zeit für sich selbst, ehe ich wieder mit ihm sprechen kann. Wir sollten einen Weg finden, sie zu trösten. Okay, fangen wir mal... Henriette? Ja gut, das ist der kürzeste Weg. Fangen wir mal damit an. Unterstützung anbieten. Jetzt laufen wir ihm doch hinterher irgendwie, aber gut. Also, okay, immer wenn ein wichtiges Ereignis kommt, da stand ja in der letzten Folge drin, dann wird das pausiert. Wobei es jetzt gerade nicht pausiert wird, aber... Nee, das ist gar nicht Henrietta, das ist jemand anderes. Ich kann die Entwicklung der Lodge nicht ewig pausieren.
die Entwicklung der Lodge. Jeder Tag, an dem nicht gearbeitet wird, kostet bares Geld. Ja, dann kümmere dich doch um... Hey Leute, seid ihr okay? Können wir los? Danke, dass du das machst, Jasper. Klar. Das Navi sagt, es dauert nicht mal 45 Minuten. Wir sollten also nicht zu lange fort sein. Wir fahren hin, um unsere Tochter zu sehen. Es wird so lange dauern, wie es dauern muss. Okay. Na, dann brechen wir mal auf. Okay, okay. Jetzt habe ich es auch verstanden. Mit der, mit dem Pausieren in der Entwicklung meinte er jetzt, weil er die da hinbringen muss. Oh, du bist es. Galia hat es mir schon erzählt. Ich hoffe, sie finden den Bastard, der dafür verantwortlich ist. Das würde auch keinen Unterschied machen. Nicht dort, wo es sollte. Nein. Deine Schwester. Wir standen uns nicht sehr nahe, aber ich mochte sie sehr. All ihr Leute, die ihr hergezogen seid, ihr versteht alle nicht wirklich, was nötig ist, um ein ganzes Dorf bei Laune zu halten. Sie und Melville waren die Einzigen, die es ernsthaft versucht haben. Sie meint vermutlich meine armseligen Versuche, alle dazu zu bringen, miteinander zu reden. Das ist dir aufgefallen? Natürlich. Es war vergebliche Mühe, aber der Versuch ist ihr trotzdem hoch anzurechnen. Das stimmt nicht. Yesterby ist kein hoffnungsloser Fall. Wenn das mal nicht absolut nach ihr klingt. Was für eine Schande. Was für eine schreckliche, schreckliche Tragödie. Du bist ein gutes Kind, Conny. Mach jetzt bloß keinen Blödsinn, ja? Henrietta hat in ihrem Leben schon einige schlimme Sachen erlebt. Etwa als Jasper das ganze Dorf aufkaufte und mit all den übereifrigen Stadtleuten hierher zog. Aber sie hat sich immer wieder aufgerafft. Sie kommt schon klar. Sie hat einen Daumen nach oben gegeben. Aber sie ist sauer. Warum ist sie sauer? Moment, wo ist sie? Das arme Mädchen, was für ein Jammer. Okay. Sie ist aber eigentlich okay. Dann fangen wir mal links an. Na, werden wir wieder unterbrochen mit irgendwas anderem? Den Brunnen kenne ich. Sie schläft jetzt? Hat sie sich gerade hingelegt, nachdem ich da war? Es war sehr anstrengend, mit mir zu reden, nehme ich an. Ich bin nun mal sehr anstrengend. Es tut mir leid, ich bin eine Frau. Wir Frauen sind immer anstrengend. Nicht nur den Männern gegenüber, auch untereinander. Aber das würden Frauen natürlich nicht zugeben, dass andere Frauen anstrengend sind ihnen gegenüber oder wir selber anstrengend sind. So, mal schauen. Oh, der macht... Also wenn wir jetzt gerade bei ihm schon sind, der macht hier diese ganzen Holzschnitzereien. Sieht aber richtig schön aus. Cool. Ich habe ja auch mal ein bisschen mit Holz gearbeitet eine Weile. Es war eigentlich ganz schön. Aber man brauchte halt Ideen, ne, um was zu machen. Und ich habe halt alles mit der Hand tatsächlich gemacht. Ich habe keine Kreissäge oder sowas. So, die Frage ist jetzt, sind wir gleich da? Ah ja, da ist sie. Brauchst du Hilfe in der Schule? Oh, Conny. Eigentlich hatte ich gedacht, ich gebe allen eine kleine Auszeit. Aber wir können trotzdem hingehen, wenn du willst. Du bist gerne dort, nicht wahr? Ja. Aber Angela nicht so sehr. Also möchte ich heute lieber nicht hingehen. Dann bleib einfach bei uns. Wir werden bald essen. Nein, danke. Ich möchte meine Bemühungen lieber auf den Rest des Dorfes konzentrieren. Was meinst du? Es klingt vielleicht seltsam, ist es aber nicht. Ich bin froh, dass es dir gut geht. Wir sehen uns. Wir sehen uns, Conny. Okay, sie ist auch traurig, aber nicht so fertig, sage ich jetzt mal. Moment, das war die hier, oder? Genau, untröstlich. Na gut, Klarheit, Fürsorge. Sie sind im Grunde alle noch Kinder. Sie sollten etwas so Schreckliches nicht durchmachen. Wir müssen Yesterby jetzt zusammenhalten. Ich muss weiter lächeln, egal wie ich mich fühle. Ah, das hört sich aber nicht gut an.
Das hört sich nicht gut an. Reden wir mit ihm als nächstes. Das können wir jetzt auch ein bisschen weiterspulen. Jetzt weiß ich ja, dass ich damit nichts kaputt mache. Brauchst du irgendetwas? Es geht schon. Das bezweifle ich. Er denkt wohl gerade viel über den damaligen Tod seiner Frau nach. Lass ihn besser fürs Erste in Ruhe. Ist gut. Du weißt ja, wo du mich findest. Klar. Okay, also alle haben scheinbar irgendwo schon mal einen Verlust durchgemacht. Dann gehen wir, obwohl, Moment, wer war das jetzt gerade? Das war der, ne? Dieser Ort ist alles, was mir noch von Cam bleibt. Cam ist wahrscheinlich Kurzweil, wollte ich gerade sagen. Also der Spitzname von der Frau. Ich wüsste jetzt ehrlich gesagt nicht, wovon das der Spitzname ist, aber... Oder sie heißt Cam, weiß ich ja nicht, oder hieß Cam. Alles, was von unserem Traum übrig ist. Aber er ist soweit okay. Okay. Dann gehen wir mit ihr jetzt zu ihr. Und beschleunigen das Ganze. Ich finde es übrigens gut, dass das direkt entschleunigt wird, sozusagen, wenn man am Zielort ist. Hallo, Lee. Oh, hey du. Es tut mir so leid. Ich weiß wirklich nicht, was ich sagen soll. Frag sie, ob sie Hilfe mit den Pflanzen im Garten braucht. Das war immer mein Einstieg in unsere Gespräche. Brauchst du Hilfe im Gewächshaus? Oh, nein. Bitte zerbrich dir nicht den Kopf über solch alberne Dinge. Gail und ich haben alles unter Kontrolle. Oh. Sonst irgendetwas? Bei uns ist alles gut. Ich werde mich mit Galia oder Bodhi einbunkern und irgendetwas Erbauliches im Fernsehen ansehen. Mist. Es wäre schön, wenn ich es mit beiden gleichzeitig tun könnte, aber tja, du weißt ja, es ist nicht einfach. Streiten sie schon wieder? Streiten ist das falsche Wort. Ungeschickt miteinander umgehen trifft's vielleicht besser. Ach, was mache ich da nur wieder? Rede von meinen Problemen daher, obwohl es eigentlich um dich gehen sollte. Weißt du was? Wir könnten noch etwas anschauen, wenn du möchtest. Oder auf der Konsole Go-Katastrophe spielen. Wie wär's? Ich würde mich lieber nützlich machen, anstatt Spiele zu spielen. Aber ich danke dir. Klar. Okay. Tut mir leid. Ich mag Lee. Mit ihr kann man immer viel Spaß haben. Auch wenn sie manchmal ein wenig dünnhäutig wirkt. Sie kommt sehr sympathisch rüber, aber der Knilch hier, hallo, Bodhi. Ich kann nicht mehr reden heute. Warum setzt der weiß, die ganze Stadt ist in Trauer. Und ich bin gerade hier, ich bin die Schwester von dem toten Mädchen. Wo er ja auch drüber Bescheid weiß. Und der setzt sich dahin und macht hier erstmal ganz unhöflich einen Fernseher an. Was soll denn das hier? Was ist mit ihr hier? Blaues Kleid haben wir soweit erledigt. Leichenschmaus, das Begräbnis soll perfekt sein für den Engel. Achso, das hat man eben schon. Melville muss einen Grabstein anfertigen. Ein majestätischer Engel wäre perfekt. Das Grab benötigt einen Kranz von Galia, etwas Bescheidenes, aber Feierliches. Jemand muss meinen Engel einen Ort zum Ruhen bereiten. Ja, das ist ja quasi Kombination mit dem Grabstein, oder nicht? Schauen wir mal. Du hast den Verstand verloren. Ich werde nicht zulassen, dass du den Namen meiner Tochter für dein nutzloses Projekt missbrauchst. Komm schon, das war doch nur so eine Idee. Kein Grund, sich so aufzuregen. Meine Güte. Liebling, kommst du? Ja, Schatz. Danke fürs Fahren, Jasper. Ja, klar. Okay. Ich muss mich selbst beschäftigen, sonst werde ich nutzlos und enttäusche die anderen noch mehr. Jemand muss das Grab am Friedhof vorbereiten. Vielleicht ist das meine Chance, mich wieder mit Pia zu versöhnen. Ja, was heißt zu versöhnen? Ne? Sie ist halt sehr zickig drauf, weil sie gerade in Trauer ist. Das war der eine Typ hier, ne? Ich kann ihn... Achso, das war das mit dem nicht pausieren lassen. Okay.
Dann gehen wir wieder zu ihr. Sie soll sich um den Nächsten kümmern. Achso, das ist er. Achso. Hi, Baudi. Conny. Es tut mir leid, wegen Angie. Ich weiß, allen tut das leid. Sag mal, du siehst nicht so gut aus. Willst du vielleicht ein wenig plaudern? Sag etwas Ermutigendes. Sie sind schließlich die verlorenen Seelen. Weißt du noch? Das Wichtigste ist, dass du jetzt nicht den Mut verlierst. Tust du es dennoch, finde heraus, wie du ihn dir wieder zurückholen kannst. Wow. Klingt, als hättest du das aus so einem esoterischen Selbsthilfeblog. Warte mal, ist das nicht ein Zitat von Angie? Ja. Aus der Zeit, als ich noch diese Einhornposter im Zimmer hatte. Aber woher weiß er das? Damals lebte er doch noch gar nicht hier. Ich wollte nur sicher gehen, dass es allen gut geht. Klar. Klingt nach einem Plan. Hör mal, pass gut auf dich auf, Conny. Ja? Woher wusstest du, dass das ein Zitat von Angela ist? Ach, wir haben uns mal gegenseitig unser literarisches Frühwerk vorgelesen. Das wusste ich nicht. Bleib ihm besser fern. Er wird jedes deiner Worte anzweifeln und es stets besser wissen. Nichts davon wird unsere Aufgabe erleichtern. Ich muss gehen. Klar, wir sehen uns. Okay. Dann wenden wir uns mal... Der ausgewählte Charakter kann die ausgegraute Interaktion gerade nicht ausführen. Dies kann an der Tageszeit oder an anderen Umständen liegen. Oh, er ist schwanger. Versuche es später noch einmal. Nein, ich will ihm jetzt meine Unterstützung anbieten. Keine Ahnung, warum. Also, ach so, weil er jetzt damit beschäftigt ist hier mit... Ach, der ist aber auch müde und alles. Ne? Der ist müde, hungrig, reizbar. Ja, da sollten wir auch wirklich nicht hingehen. Wir sind ja Mrs. Allwesend. Wir wissen... Wir sind ja Mrs. Allwissend. Wir wissen das ja alles. Das ist das Schöne. Hier können wir auch gerade keine Unterstützung anbieten oder wie? Da steht was mit Uhrzeit. Wo ist denn der Kleine hier? Da. Es ist gerade alles ziemlich seltsam. Ich muss der Sache auf den Grund gehen. Der ist sehr verspielt, aber auch müde. Ach, was ist denn hier los? Machen wir doch damit weiter. Wie ist das gelaufen? Ich habe vorgeschlagen, die Bootslodge nach Angela umzubenennen. Ja, ja, ich weiß, aber ich hatte eben das Gefühl, es wäre eine gute Idee. Du machst diesen Fehler schon zum zweiten Mal. Ach, komm schon. Nach Chemres Unfall, als du Pia erzählt hast, du hättest den Plan, ihr Projekt zu übernehmen und zu deinem eigenen zu machen. Du weißt sehr gut, dass ich das nicht so gemeint habe. Aber es ist exakt das, was du getan hast. Und immer noch tust. Aber hier geht es um ihr Vermächtnis. Chemre und Angela haben so viel für Yesterby getan, aber niemand kann es sehen. Ich versuche doch nur, ihre Ideen und Visionen für die Nachwelt zu erhalten. Ich kann nur hoffen, dass man dasselbe für mich tun wird, wenn ich mal eines Tages nicht mehr sein werde. Aber es ist nicht mehr ihr Vermächtnis. Du hast es zu deinem gemacht. Das ist nicht... Ich meine, es ist... Oh, schon gut. Ich bin ein schmieriger, ausbeuterischer Geschäftsmann. Ich verstehe schon. Nein, aber du neigst dazu, Dinge für dich zu beanspruchen. Übrigens, wie war dein Tag so? Reden wir morgen darüber. Ich bin ziemlich müde. Okay. Ja, ich kann es schon irgendwo ein bisschen verstehen, weil ich habe, so blöd das auch klingt, auch immer das Bedürfnis, so ein bisschen ein Vermächtnis zu hinterlassen. Ja, bei meiner Tochter gegenüber natürlich auf jeden Fall ganz viele Dinge, dass man mit Büchern gut umgeht und so weiter. Und anderen gegenüber, dem ich hoffe, dass dieser Channel auch nach meinem Tod noch bestehen wird und vielen Leuten viel Freude noch bereiten wird. Vielleicht doch viele zum Nachdenken anregen wird. Also ich kann ihn da schon ein bisschen verstehen. So, ja, beim Essen kann man die, glaube ich, jetzt nicht stören, ne? Was ist denn mit den anderen? Was ist mit der Mutter?
Ah, die wollte sich um das Kleid kümmern, glaube ich, ne? Mhm. Grabstein, Kranz. Nee, das mit dem Kleid, das war schon weg. Na gut, dass sie sich elend fühlt, ist klar. Mit denen konnte ich, glaube ich, gar nicht interagieren, oder wie war das? Ja, das ist ja geil. Ich stehe hier immer noch und die beiden sind da am Lesen. Okay, er braucht Zeit für sich selber. Alle sind durcheinander. Wo gehen wir denn jetzt gerade hin? Na, ich wohne ja auch direkt in der Nähe, okay. Das heißt, wir legen uns erstmal hin und schlafen eine Weile. Was, wir sind... Die ist aber jetzt auch im Bett. Wollte sie mir jetzt noch gute Nacht sagen oder was? Ich weiß es nicht. Was ist denn hier mit der Oma? Die ist noch am Lesen. Sieht ein bisschen aus, als ob sie gerade den Teufel beschwört in der Geschwindigkeit. Ah, jetzt geht sie auch ins Bett. Okay. Okay, halt, stopp. Hier ist irgendwas. Hat sie einen Albtraum oder irgendwas? Alle sind so durcheinander. Was für ein Tag. Ah. Huh? Ich dachte, heute würde es mehr, ich weiß nicht, mehr von irgendwas geben. Stattdessen klingt alles so gedämpft. Hey, Conny, bist du in Ordnung? Ich verstehe das nicht. Ich weiß, es ist alles so seltsam, nicht wahr? Nein, ich verstehe nicht, was du eigentlich von mir willst. Ich möchte nicht, dass du allein bist und dass die anderen nicht allein sind. Und wenn wir den anderen dabei helfen, nicht allein zu sein und die andere Seite dieser verfluchten Hölle zu erreichen, wäre das sogar noch besser. Aber wieso ich? Niemand hört auf mich. Ich will gerade einfach nur zu Hause bleiben und... Aber nicht mal das kann ich, weil du nicht hier bist. Ich bin wo auch immer du bist, Schwesterherz. Und natürlich werden sie nicht auf dich hören. Sie haben ja auch auf mich nie gehört. Wir können nur zu ihnen durchdringen, wenn wir herausfinden, wie sie so ticken. Wie? Indem wir uns an alles erinnern, was wir gemeinsam durchgemacht haben. Aber erst müssen wir uns vorbereiten. Ich habe mir immer meine Jacke übergezogen, wenn's hart auf hart kam. Erinnerst du dich noch? Und die Jacke soll uns helfen? Wie sehe ich aus? Alt? Alt oder älter? Oma hatte immer so eine Jacke an. Jetzt, wo du es erwähnst? Das ist perfekt. Oma war ein harter Knochen. Das passt wunderbar. Wieso möchtest du dich so viel verändern? Es soll eben ein Statement sein. Wenn sie mich damit sehen, werden sie merken, dass ich es ernst meine. Du siehst immer noch alt aus. Hoffen wir mal, dass du recht hast. Ich bin es leid, dass mich alle wie ein Kind behandeln. Ich werde jetzt rausgehen und etwas bewirken. Dieses billige Stück Stoff hier wird mein Zeuge sein. Ich habe sie seitdem oft getragen. Vielleicht bringt es meine Erinnerungen in Gang, wenn ich sie ansehe. Such morgen in meinem Zimmer nach ihr. Sie sollte immer noch dort sein. Kannst du nicht schlafen? Ich mache mir Sorgen wegen Conny. Es muss schwer für sie sein. Man merkt nichts davon, wenn man mit ihr redet. Sie tut so, als wäre nichts passiert. Vielleicht will sie sich bloß selbst schützen. Sie hat mich nach Angies Untersuchung gefragt. Warum? Ich glaube, sie gibt mir die Schuld an dem Unfall. Was hat denn die eine Sache mit der anderen zu tun? Ich weiß nicht. Vielleicht habe ich irgendetwas Dummes zu Angie gesagt und sie ist deswegen... Hör auf, sofort. Das ist lächerlich. Du hast sie behandelt. Das ist dein Job. Vermutlich hast du recht. Wie lange ist das her, seit Lee bei dir eingezogen ist? 3 Jahre? 4? Genau 3. Ihr seid ein wunderschönes Paar.
Ich freue mich wirklich für euch. Danke, aber bleiben wir beim Thema, okay? Ich habe eben deine Blutwerte erhalten. Es sieht so aus, als hättest du deine Medikamente in den letzten paar Wochen nicht sorgfältig eingenommen. Ja, was das betrifft. Vielleicht habe ich hier und da vergessen, sie einzunehmen, aber mir geht in letzter Zeit ziemlich viel durch den Kopf und wegen Yesterby. Es verändert sich. Und nicht zum Guten, findest du nicht auch? Das ist kein Grund, dass du nicht auf dich Acht gibst. Ach, was ist heute in dich gefahren? Du bist beinahe wieder so mürrisch wie früher. Das Leben ist eben nicht immer eitel Sonnenschein. Dasselbe gilt für das Dorf. Stimmt wohl. Übrigens, es gibt da noch etwas, was ich dir erzählen wollte. Ich denke schon eine ganze Weile darüber nach und, ich habe mich entschlossen, fortzugehen und in die Stadt zu ziehen. Zumindest für eine Weile. Ich weiß nicht, für wie lange, aber ich bin schon mein ganzes Leben hier. Ich finde, ich sollte mal woanders hin. Es war mir wichtig, dass du das zuerst erfährst. Ich befürchte, das ist nicht möglich. Ach, komm schon. Du hast mir gesagt, dass es viele Leute wie mich gibt, die ganz normal in Städten leben. Ja, aber das sind weniger schwere Fälle. All die Viren und Bakterien. Dein Immunsystem würde damit nicht zurechtkommen. Ich wäre vorsichtig. Tut mir leid, aber nein. Aber du hast gesagt... Als deine Ärztin muss ich dir dringend davon abraten. Ist das noch du? Oder rede ich mit meiner Mom? Deine Mutter will nur das Beste für dich. Wenn sie nicht wäre, wären wir beide nicht hier. Tut mir leid, ich kann mir das gerade nicht anhören. Angie! Lass uns dieses Gespräch fortsetzen, wenn du in einer besseren Stimmung bist. Ich brauche frische Luft. Also sie scheint da wohl auch was Ähnliches zu haben wie ich mit dem Immundefekt. Also das höre ich so raus, wobei ich ganz ehrlich sagen muss, ich mache mir da keinen Kopf drum, wie viele Viren um mich rum sind. Dann bin ich halt ständig krank. Irgendwo hoffe ich immer noch, dass mein Immunsystem daran stärker wird und... nach dem Motto, was mich nicht umhaut, macht mich nicht stärker. Was mich nicht umhaut, macht mich nur stärker, meine ich natürlich. Und es ist halt wie bei kleinen Kindern. Die Kinderärztin hat damals zu mir gesagt, das Immunsystem muss lernen. Und bei meiner Tochter war es zum Beispiel so, das erste Jahr hat sie nicht einen einzigen Schnupfen gehabt. Und danach kam wirklich alles. Und die Kinderärztin hat damals zu mir gesagt, das ist kein Wunder. Bei ihnen ist es ja, oder bei ihrem Kind ist es ja so, dass sie auch nie krank gewesen ist oder so. Und jetzt muss das Immunsystem erstmal damit zurechtkommen, dass halt jetzt von überall irgendwelche Bakterien und so weiter und Viren und so weiter kommen. Wobei die natürlich vorher auch da waren. Aber anscheinend war sonst alles okay. Und das war dann so die Phase, die normalerweise schon ein bisschen früher eigentlich beginnt, so mit einem halben Jahr wohl, wo dann... ja, das Immunsystem eben daran gewöhnt wird, dass halt um uns herum Milliarden von Bakterien und Viren sind und wir damit eben koexistieren müssen. So wie das schon seit Menschengedenken ist im Endeffekt, seitdem man herausgefunden hat, dass es eben diese Viren und Bakterien gibt. Und ja, wie gesagt, ich lebe auch immer noch, egal ob es jetzt auf das Immunsystem bezogen ist oder auf alles andere, immer noch nach dem Motto, was mich nicht umhaut, macht mich nur stärker. Deswegen kann ich sie da wirklich sehr, sehr gut verstehen. Jetzt rede ich mich hier gerade um Kopf und Kragen, dadurch wird die Folge leider immer länger. Ich würde sagen, da jetzt gerade ein neuer Tag begonnen hat, machen wir hier erstmal eine kleine Pause bzw. einen kleinen Cut. Und wir werden uns dann in der nächsten Folge anschauen, ja, was wir für Morgenmuffel haben. Und was wir für morgendliche Sorgen mit uns mitschleppen. Bis zur nächsten Folge.
Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren.